So, Tag Leute, Crank One meldet sich mal wieder zu Wort. Ja, es gab jetzt ein paar Tage lang keine Videos. Ja, und ich mache jetzt mal ein kleines Infovideo. Ja, ich habe zwar Modern Warfare 2 im Hintergrund, aber ich wollte eigentlich das Infovideo von meinem YouTube-Kanal machen, aber ich habe kein Camtasia Studio und ich hätte jetzt auch keinen Bock, es mir runterzuladen. Ich muss auch gleich zum Fußballtraining. Deswegen habe ich das jetzt gelassen und bin einfach ins Spiel reingegangen. Ja. Was ich sagen wollte. Kompliziertes Thema. Ich habe neben mir einen neuen Prozessor und einen neuen Lüfter zu stehen. Sieht folgendermaßen aus. Normalerweise würde ich ihn jetzt einbauen. Dann hätte ich einen Prozessor, Rechner wäre besser, lalala, alles schick. Die Spiele würden hoffentlich leckfrei laufen. Nun gibt es da aber naja, so eine kleine Überlegung. Ich teile den Rechner mit meinem Bruder. Also, der möchte auch mal ran, dann. Ja, zücke ich halt mir wieder, aber ich sitze halt den größten Teil im Rechner. Und da hatte ich mir überlegt, eventuell aus den Teilen, die jetzt im Rechner sind, einen neuen Rechner für meinen Bruder zu machen und mir ganz neue Teile zu kaufen, um den Rechner dann damit aufzurüsten. Aber Problem ist, ich muss mir die erstmal ausgucken. Also ich würde mir dann keinen ganz neuen Rechner bestellen, ich würde die alle im Internet bestellen, weil die da auch billiger sind. Ich müsste mir die erstmal ausgucken. Ich müsste halt ein passendes Mainboard finden. Ich habe jetzt schon einen guten Arbeitsspeicher. Ich habe noch einen alten Arbeitsspeicher hier. Und ich habe auch noch Betriebssystem da. Ich habe, ja, ich müsste mir an sich den alten Prozessor, der jetzt drin ist, den würde ich halt auch ausbauen. Ich bräuchte dann halt nur ein Mainboard, eine Grafikkarte und ein Gehäuse. Ja, aber ich muss jetzt halt wirklich erstmal alles ausgucken. Ja, ich muss jetzt das ausgucken. Ich muss es dann bestellen, bis es alles da ist und. Deswegen, wenn ich das wirklich so mache, ich weiß es noch nicht. Ich kann auch sagen, ja gut, ich lasse das jetzt alles drin und kaufe eben nur, sagen wir mal, nicht so gute Teile für den Rechner von meinem Bruder, weil der zockt eh nicht ganz so viel oder auch das nicht ganz so aktuell ist und so, der hängt eher so im Internet rum. Ja. Da könnt ihr ja sagen, okay, aber. Sagen wir mal, ich müsste mir die ja sowieso kaufen. Und wenn ich schon mir die kaufe, dann kann ich mir auch gleich noch bessere Sachen für meinen Rechner kaufen. Dass halt mein Rechner noch besser ist. Natürlich eine ganze Menge kosten, aber naja, wenn ich. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Deswegen kann ich den Prozessor jetzt wahrscheinlich nicht einbauen sofort. Ja, nun ist die Frage, oder sage ich jetzt, okay, dann mache ich jetzt halt. 2 Monate lang oder länger keine Videos. Aber das wollt ihr bestimmt nicht und ich will es auch nicht. Oder sagen wir, okay, dann spielen wir halt World at War und Far Cry 2 mache ich zu Ende mit ein paar Lags. Also, dass es halt dann nicht ganz so flüssig läuft. Für mich ist natürlich das Problem, Ende Oktober erscheint Battlefield 3. Anfang November erscheint Modern Warfare 3. Die müsste ich dann alle mit diesem alten Prozessor zocken. Und ich hab derbe Schiss, dass das nicht flüssig läuft. Ich will das richtig spielen. Ich will, dass es das flüssig läuft. Und da hab ich nämlich noch meine Bedenken. So lange zu warten will ich nämlich eigentlich gar nicht. Und jetzt habe ich mich eigentlich gefreut, dass ich den Prozessor habe und alles Mögliche und mache und tue. Ja. Und jetzt kann ich wahrscheinlich ihn einbauen. Wir wollen ihn ganz neue Teile kaufen. Auch scheiße, ey. Ja, ist alles so kacke. Ja, und ja, scheiße irgendwie, keine Ahnung. Es ist gerade so eine zwiespältige Situation. Ich kann es nicht genau sagen. Naja, ich hoffe, ihr habt ungefähr verstanden, was ich wollte. Ja, ob ich mir jetzt neue Sachen für meinen neuen Rechner, also ob ich dann halt, wie gesagt, ich wollte eh einen neuen Rechner zusammenstellen, ob ich dann halt ältere Teile kaufe oder ob das dann reicht oder ob ich halt die Teile, die jetzt in meinem Rechner sind, für den neuen Rechner nehme und mir dann wirklich ganz neue Sachen für meinen Rechner kaufe. Aber dann müsste es halt
ich wirklich warten und den Prozessor könnte ich jetzt nicht einbauen und dann wäre der Rechner halt nicht so gut. Ja, und dann hoffe ich, dass das dann auch flüssig läuft und also ohne Fraps läuft ja auch alles flüssig mit Far Cry 2 in World at War und so. Aber wie gesagt, Battlefield 3 kommt. Modern Warfare kommt und heutzutage hat eigentlich schon jeder einen Rechner mit 4 Kernen drin. Ich habe ja, wie gesagt, nur noch ein. Ich habe ja nur ein Dual-Core drin. Ein 2x2,1. Das ist gar nichts. Das ist null. Das ist scheiße. Und der Prozessor, den ich jetzt bestellt habe, das ist ein AMD Phenom 2 Black Edition. Das ist ein 4-Kern-Prozessor mit 3,4 GHz. Das ist der beste 4-Kern-Prozessor von AMD, der mo im Moment auf dem Markt ist. Lüfter habe ich mir dazu bestellt, das ist das Goethe Mugen 2. Superkühlung. Also ich habe mir den Lüfter nämlich dazu bestellt, weil der normale Lüfter von dem AMD-Prozessor, der ist so laut wie ein Staubsauger. Naja, könnt ihr euch ja mal vorstellen, 3 Stunden lang neben Staubsauger zu sitzen, ist schon nicht ganz so toll. Ja, deswegen habe ich mir den Lüfter noch bestellt. Ja, wie gesagt, ich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das mache, ob ich die neuen Teile dazu kaufe. Und ich muss dann wirklich Daumen drücken, dass das alles flüssig läuft. Aber im Moment gehe ich davon nicht aus, dass es das flüssig läuft. Naja, scheiße. Und wenn, dann muss man es halt wirklich gleich bestellen. Und man muss es auch wirklich gucken, dass es das wirklich da perfekt dazu passt. Und theoretisch sagen wir, ja, lass es dir doch zu Weihnachten schenken. Aber so lange will ich ja nicht warten. Ich will ja das alles flüssig zocken. Und eigentlich musst du ja auch wieder einen neuen Monitor kaufen. Du musst wieder ein neues Internet-Dings kaufen und das dauert alles viel, viel zu lange. Ach, scheiße, Leute. Und den Prozessor jetzt einzubauen, was wahrscheinlich ewig kompliziert sein wird, und den dann wieder auszubauen, keine Ahnung, ob ich das mache. Ich weiß es nicht. Naja, Leute, ich hoffe, ihr seid jetzt erstmal auf dem neuesten Stand. Ich glaube, ich werde jetzt aber drauf kacken, weil, ja, ich kann ja nicht jetzt so lange keine Videos machen. Dann werde ich jetzt, also, ich kam jetzt schon ein paar Tage keine Parts. Aber richtig gezockt, die Spiele habe ich mindestens seit 3 Wochen nicht mehr. Also, ich habe jetzt schon ewig nicht mehr die Spiele gespielt, aber ich glaube, ich werde jetzt irgendwie auch drauf scheißen und nochmal ein paar Videos bringen. Weil ich meine, so extrem sind die Lags jetzt ja auch nicht. Es läuft halt alles nur ein bisschen langsamer. Naja, gut. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Comments oder was ich am besten in der Situation machen könnte. Danke übrigens jetzt an 18 Abonnenten. Ich weiß. Ja, komm, Leute. In der nächsten Woche schaffen wir noch die 5000, ne? Ganz klar. Nee, Scherz. Ja, danke erstmal an 18 Abonnenten. Ja, wir kommen so langsam, aber gemächlich. Nee, schreibt mal in die Comments, was ihr davon haltet, was ich dann in der Situation am besten tun sollte, ob ich vielleicht doch den Prozessor einbauen soll und danach, wenn ich alle Teile zusammen habe, den wieder ausbauen soll, keine Ahnung. Ja. Videos werde ich wahrscheinlich jetzt doch nochmal ein paar posten und ein bisschen aufnehmen und machen und tun. Ja, ich bin's, Crank Ron. Ja. Wie gesagt, ich bin total verzweifelt. Das ist alles scheiße. Ja. Egal. Ich bin's, Crank Ron. Wir sehen uns dann. Ich werde das jetzt rendern und hochladen. Ciao, Leute.